Bin jetzt am Rand von Bergheim in Nordrhein-Westfalen und hier ist die Erft und ich fahre nach zum Tagebaugebiet Garzweiler und besuche die Dörfer. Mehr Videos gibt es dann in dieser Playlist von den Dörfern, die von RWE vernichtet werden. Aber die Radtour geht ja schon gut los. Ich musste einen kleinen Umweg fahren, weil irgendeine Brücke gesperrt ist. Umleitung. Ach, dieses Vogelgezwitscher ist toll. Das ist die Erft, leider mit Straßengeräuschen, aber ist ja gleich vorbei. So, jetzt muss ich nochmal aus dem Weg gucken. Ich glaube, es geht nee, geradeaus. Okay. Ich fahre jetzt durch Pfaffendorf. Hier ist zwar eigentlich so ein Schloss und eine Mühle, aber ist leider alles gesperrt, geschlossen wegen Corona. Auch der Spielplatz hier ist gesperrt. Das war nebenan von der Erft. Ja, hier ist alles gesperrt. Links abbiegen. Nach links? Ja, genau. Oder nach rechts? Ich gucke mal wieder auf mein Navi. Ich glaube nach rechts. Genau, nach rechts. Ich war leider. Na gut, dass ich mein Navi an habe. Leider nicht. Ich war noch nicht hier. So, jetzt geht's nach über die Erft. Das ist wieder die Erft. Und dann nach links. Okay, Fahrradverkehr ist freigegeben, hoffentlich. Sieht so aus. Links ist wieder. Okay. 1,5 Kilometer folgen, sehr gut. Das ist der perfekte Radweg. Schnur gerade, frisch neu gemacht. Alles super. Ich glaube, da hinten hört der Radweg auf. Warum auch immer. Da wird der zum Feldweg unverständlich. Ob ich jetzt hier links abbiegen muss? Ich gucke nochmal auf mein Navi. Ich war echt noch nicht hier mit dem Fahrrad. Aber kann passieren. Nee. Doch geradeaus. Okay, wieder.
auf den Feldweg drauf. Jetzt doch geradeaus. Komischer Radweg hier. Das war nur ein paar Meter schöner Radweg. An der Landstraße vorbei. Nebenan. Ja, kleines Stück Bettburg und dann wieder in den Wald oder aufs Feld. Lässt sich leider nicht vermeiden hier. Bettburger Bahnhof. So, jetzt bin ich raus aus Bettburg und nächstes Dorf ist dann Kaster. Kenn ich auch noch nicht. So, jetzt bin ich raus aus Bettburg und das nächste Dorf ist St. Kaster. Kenn ich auch noch nicht, nur vom Namen. Ja. Bin ich wieder in der Natur. Kaster ist kein Ort, was umgesiedelt wurde. Die kommen erst später. So, hier ist Kaster, bin ich jetzt noch vorbeigefahren. Ist jetzt nicht so interessant, habe ich auch nicht vor. Steingarten und ein bisschen grün. Also, naja, hier ist eine Kirche, oder was das sein soll, ist das eine Kirche? Ja, eine Kirche von Kaster. Der Friedhof. Die alten Kirchen gefallen mir besser. Jetzt geht es dann noch 13 Kilometer nach Jackerath. Jetzt durch den Ort und dann zum Tagebau. Und da ist dann das Video zu Ende. Und mehr Videos dann in der Beschreibung bzw. im Kanal. Auf dem Kanal. Weiter geht's. Das waren die 2 Kilometer Sandpiste. Echt ätzend zum Fahren. Und hier ist ein Tubbel. Noch blöder. War ganz schön anstrengend, darüber zu fahren. Aber jetzt kommt wieder Asphaltstrecke. Ich hoffe, das bleibt so bis zum Tagebau. So, jetzt geht's hier abwärts. Sorry, dass es gerade ein bisschen gewackelt hat, aber ich musste beide Hände am Lenkrad haben und kann nicht freihändig fahren. Jetzt geht den Berg wieder rauf. Das ist eine schöne Landschaft hier. Könnte ja alles so schön sein, wenn nicht gleich dieses eins von den 3 Löchern im rheinischen Bergbaurevier kommt und die Dörfer, die vernichtet werden.
und diese schönen, in Anführungsstrichen, neuen Dörfer von den UmsiedlerInnen. Naja, ihr werdet es ja dann im nächsten Video sehen. Also laut meinem Navi bin ich noch richtig. Also ich fahre zwar hier kreuz und quer, aber durch den Wald jetzt links oder rechts? Ich muss mal auf mein Navi gucken. Links abbiegen. Es sind nur noch 6 Kilometer bis Jackerath. So.